Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, ich bin wieder zurück aus der Gamescom 2013. Es war wirklich wunderschön, die Gamescom. Und ich werde hier ein paar Bilder zeigen, die ich auf der Gamescom gemacht habe. Heute kommen richtig viele Videos, Freunde. Und zwar habe ich Bildmaterial mitgebracht von ganz vielen neuen Spielen, die wir dieses Jahr zu Gesicht bekommen. Wie da zum Beispiel heißen, auch zum Beispiel erst nächstes Jahr zu Gesicht bekommen. Zum Beispiel Final Fantasy 13, Mario Kart 8, Super Mario 3D Land, PES 14, und vieles, vieles mehr. Ihr werdet exklusiv zum ersten Mal Bilder sehen von den neuen Spielen. Noch nie gesehen bei euch hier bei Fluid. Zum ersten Mal zu sehen. Die Demos, die man auf der Gamescom anspielen konnte, habe ich für euch mitgebracht. Leider ist die Qualität sehr bescheiden. Ich musste das mit meiner Kamera selber aufnehmen. Ich habe versucht, die beste Qualität rauszuholen. Es ist natürlich nicht leicht, wenn man mit der Kamera vor einem Fernseher steht. Das ist natürlich keine super Qualität, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Aber ich kann natürlich da nicht meine Geräte an an die Konsole anschließen. Ich habe zum Beispiel auch Bilder von der PlayStation 4 und dem neuen Spiel Knack. Alles exklusiv, Leute. Aber egal. Also es gibt richtig viele. Und ich werde auch zu jedem Spiel, das ich angespielt habe, meine Meinung sagen. Von den Spielen, die ich nicht angespielt habe, da werde ich euch das jetzt erklären. Also was meine Meinung zu dem Spiel, zu den Spielen war. Das sind insgesamt 3 Spiele, von denen ich kein Bildmaterial habe. Aber das seht ihr dann später. Ja, wie gesagt, die Qualität ist etwas bescheiden, um es freundlich auszudrücken. Ja, aber zum Beispiel von den anderen Spielen, manche werde ich auch Let's Playen. Welche Spiele ich Let's Playen werde, die werde ich euch natürlich auch sagen. Die werden dann auf meinem Kanal hier auf Louis0392 kommen. Ja, wie gesagt, richtig geile Gamescom. Ihr habt wahrscheinlich auch schon das Bild gesehen mit der riesen Menschenmasse, die da vor dem Eingang stand. Das war sogar nur am Donnerstag. Die Gamescom war ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich kam erst am Dienstag zurück, weil ich war zum allerersten Mal in Köln. Wollte mir natürlich auch die Stadt ansehen. Ich habe übrigens auch den Sprecher von Mario und seinen Freunden gesehen. Charles Martinet, sein Name, ein etwas älterer Herr. Ich habe ihn tatsächlich gesehen. Ich wollte auch von ihm eine Autogrammkarte, aber die Schlange war unendlich lang und es war auch nur ein begrenzter Zeitraum anstehen. Also, 4 Tage geile Gamescom. Mit einem zum Beispiel auch Riesen Luigi. Ihr werdet das alles auf meinen Bildern sehen. Nun kommen wir endlich zu den neuen Spielen, die ich angetestet habe. Das erste Spiel, das ich euch zeigen möchte, ist FIFA 2014. Ja, Leute, ich werde die Demo von FIFA 14 auf meinem Kanal natürlich präsentieren. Und ich werde auch zum Release von FIFA 14 auch das Let's Play starten. Let's Play FIFA 14. Das Let's Play Ultimate Team. Ihr werdet das sehen. Der erste Part wird sogar mit einem Co-Kommentator sein. Mit jemandem, den ihr noch gar nicht kennt hier auf meinem Kanal. Übrigens, all die Videos, die ich heute hochlade, die sehr viel werden. Ich denke mal nicht, dass alle Leute die jedes Video sehen wird, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber egal. FIFA 14, was soll man zu diesem Spiel sagen? Es ist ja eine neue Balltaktik drin, also der Schuss ist deutlich schwieriger. Das hat man auch in der Demo tatsächlich gemerkt.
Der Schuss ist deutlich schwieriger auf das Tor zu bringen. Man konnte es aber nur auf der Xbox 360 und auf der Xbox One spielen. Auf der Xbox One habe ich dieses Spiel auch gespielt und muss sagen, die Grafik der Xbox One ist wirklich, wirklich geil. Zur PlayStation 4 sage ich später noch etwas, aber das zu seiner Zeit. Ja, FIFA 14, Ilkan Gündogan kann man sagen, sieht wirklich super aus, hat ja EA gesagt, dass man Ilkan Gündogan jetzt noch realistischer aussehen lassen würde. Und ich habe ihn tatsächlich gesehen, er sieht wirklich realistisch aus. Ja, die Spieler, Mkhitaryan ist zum Beispiel bei Borussia Dortmund dabei. Die Teams, die man da anspielen konnte, waren zum Beispiel Paris Saint-Germain, wie gesagt, Borussia Dortmund. Und Manchester City, Barcelona, die Boca Juniors, New York Red Bulls und noch ein Team, das mir jetzt nicht einfallen mag. Und es waren sogar noch zwei Teams. Auf der Xbox One hatte man sogar noch ein paar Teams mehr mit Bayer Leverkusen, Schalke 04 und Bayern München, aber das nur für die Xbox One. Grafisch ist die Xbox One übrigens richtig, richtig schön. Also man hat den klaren Unterschied gesehen zwischen Xbox One und Xbox 360. Ich bin eigentlich gar kein Xbox 360-Spieler. Von FIFA bin ich eigentlich jetzt mittlerweile nur noch ein PC-Spieler, weil ich mit meinem Kumpel immer spiele und das mir richtig Spaß macht. Aber... Und dann benutze ich auch keinen Xbox 360-Controller wie die meisten PC-Spieler benutzen, sondern ich benutze den Logitech-Controller 720p. Der geht ja auch, der ist so eine Art, ja, PlayStation 3-Controller, ist es aber auch wieder nicht. Ja, ein bisschen schwer zu erklären. Wenn ich mal eine Roomtour mache, dann werde ich euch das zeigen. Weiterhin habe ich angespielt Saints Row 4. Ja, der neue Präsident der Vereinigten Staaten sind wir! Ja, Saints Row 4 natürlich mittlerweile draußen, wird auch schon von ein paar Leuten Let's Play. Zum Beispiel von Gronkh ist er seit dem 23. August auf dem Markt zu erhalten. Der Nachfolger von Saints Row Desert. Ja, was soll man sagen von Saints Row 4? Ich war nicht beeindruckt. Also das war ein bisschen strange, man kann zum Beispiel jetzt, also ich spiele zurzeit Saints Row Desert privat und von Saints Row Desert, also es ist mein allererstes Saints Row und muss sagen, es ist ganz nett, ich bin nämlich gar kein GTA-Fan. GTA 5 konnte man übrigens auch nicht anspielen auf der Gamescom, aber Saints Row fand ich eigentlich schon immer besser. Hatte ich auch von den Videos gesehen, auch GTA habe ich auch ein paar Teile angespielt, zum Beispiel den Vierer habe ich angespielt, denn noch einen anderen Teil. Haben mich alle nicht wirklich gerissen und deswegen bin ich umgestiegen auf Saints Row, das mir deutlich mehr gefällt. Aber Saints Row 4 ist total strange. Man konnte zum Beispiel so eine komische Rennpassage machen, wo man einfach mit übermäßigen Hyperspeed durch die Stadt rennt, Autos kaputt läuft und zum Beispiel übelste Megasprünge machen, wo man einfach mal Kilometer weit über ein Haus springen kann. Also es war total strange. Mir hat der erste Eindruck auch überhaupt gar nicht gefallen. Auch die ersten Videos von Saints Row 4 haben mir auch nicht zugesagt. Ihr könnt euch ja das Let's Play von Gronkh mal reinziehen. Übrigens alle Spiele, die ich heute und auch bei den nachher zeigenden Videos zeige, in der Beschreibung ist immer der Link zum Kauf des Spiels, wie zum Beispiel bei Saints Row, oder die Chance, das Spiel vorzubestellen auf natürlich Amazon. Wie gesagt, Saints Row 4 nicht beeindruckt, fand ich nicht so super. Aber dann ein Spiel, was ich auf dem 3DS angespielt habe. Ich freue mich drauf. Auf The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Ich war so heiß auf dieses Spiel. Im November kommt dieses Spiel endlich in Deutschland raus.
Also zumindest in Europa, also in Deutschland auch. Ich freue mich so mega auf das Spiel. Ich bin so ein großer Zelda-Fan. Übrigens, Saints Row 4 wird nicht auf meinem Kanal Let's Play FIFA schon. A Link Between Worlds wird ebenfalls nicht Let's Play. Dadurch, dass es auf dem Nintendo 3DS läuft. Ich werde es mir definitiv kaufen. Ich bin so mega heiß auf dieses Spiel. Und nach der angespielten Demo war ich noch heißer. Man konnte tatsächlich den allerersten Dungeon anspielen. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Man kann zum Beispiel, wenn ihr jetzt mal nach rechts guckt, da ist rechts das mittlere Bild. Da seht ihr doch rechts außen diese roten Blöcke. Auf die kann man sich tatsächlich jetzt mittlerweile draufstellen. Früher ging das ja überhaupt gar nicht, da ist man dann automatisch runtergefallen. Man hatte zum Beispiel in diesem ersten Dungeon schon den Hammer und man hatte die Fähigkeit, die man links ganz oben im oberen Bild sieht, die Chance, sich in eine Wand rein zu boarden und dann zum Beispiel an versteckte Orte, wie zum Beispiel einer versteckten Truhe zu kommen. Tatsächlich, diese lilane Leiste, die ihr auf jedem Bild sieht, die regeneriert sich automatisch. Wenn die leer ist, fliegt ihr, also könnt ihr nicht mehr angreifen mit dem Hammer, weil der Hammer verbraucht ebenfalls diese komische magische Leiste. A Link Between Worlds ist übrigens ein geschichtlicher direkter Nachfolger, kommt erzählt ein paar Jahre nach den Ereignissen von The Legend of Zelda A Link to the Past. Link Between, also diese Leiste, wenn die aus ist, dann fliegt man automatisch aus der Wand oder man kann mit dem Hammer nicht mehr schlagen. Mit dem Hammer kann man zum Beispiel auch diese Käfer zerstören, also kann man umdrehen und dann kann man sie kaputt schlagen mit dem Schwert oder einfach nur normal draufschlagen. Der Schwertwurf, den ja viele aus den alten Zeldas kennen, den gab es ja in den neuen Zeldas, gibt es den mittlerweile gar nicht mehr. Den Schwertwurf heißt also, wenn ihr volle Herzen habt, dann könnt ihr eine Schwertattacke machen, ja, die dann nach vorne geht und vordere Gegner angreift. Also die Leute, die alte Zeldas kennen, wissen, was ich meine. Der Schwertwurf ist eigentlich auch eine sehr bekannte Attacke aus The Legend of Zelda. Müssten eigentlich die meisten von euch kennen. Jedenfalls war ich sehr beeindruckt von der Demo. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Knackig war es auch. Also die Rätsel sind nicht gerade einfach, auch wenn es nur der erste Dungeon war. Und die Aktion mit dem in die Wand reinporten, das ist richtig, richtig cool, weil die Leiste sich auch richtig schnell leer geht. Also ist nicht so, als würde die ganze Zeit so übelst sich schnell wieder sich auffüllen und nur ganz langsam wieder runtergehen. Nein, das geht richtig fix. Also es ist schon ein richtig, richtig cooles Spiel. A Link Between Worlds kann man jedem Zelda-Fan einfach nur empfehlen. Ich finde dieses Spiel echt geil. Und jedenfalls, wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin.